Wenn das so nicht mal aussehen soll im Wohnzimmer, Freunde, dann weiß ich auch nicht. Kein Wunder, dass man weg will hier. Freunde, heute ziehen wir ein im G55 AMG. Aber bevor es soweit ist, müssen wir natürlich noch das Bett bauen hinten drin. Habe ich euch im letzten Video schon erklärt, wie das aussehen soll. Hier schöne Konstruktion drauf bauen. Wir fahren gleich mal in den Baumarkt, decken uns ein bisschen ein mit Holz und schustern dann hier was zusammen und hoffen, dass wir bis heute Abend fertig werden, sodass wir vielleicht heute Nacht schon die erste Nacht testweise im G verbringen können. Ich muss ja auch wissen, ob es warm genug ist mit den Decken, die ich mir mitnehme. Ich glaube, heute Nacht um die 0 Grad. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Meine erste Nacht seit ungefähr 2 Jahren im Auto. Früher habe ich das öfter gemacht, als wir mit dem Motorrad unterwegs waren und so weiter. Aber irgendwie, ja, man wird alt und bequem. Und dem wollen wir natürlich entgegenwirken. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne schon mal einen Daumen nach oben da. Let's go! Das Weihnachtsshopping ist im vollen Gange und auch wir wollen mit unserem Modelabel nochmal ein letztes Mal die Toren öffnen, um euch die Möglichkeit zu geben, hochwertige Streetwear-Klamotten sofort verfügbar käuflich zu erwerben. Und zwar haben wir im Angebot unseren Oversize-Hoodie, wo hier irgendein Dreck dran ist, in Schwarz und in Grau. Das Ganze mit einer sehr schweren Grammatur, 320 Gramm pro Quadratmeter, sodass ihr also wirklich jetzt zur kalten Jahreszeit optimal gewärmt seid. Wenn das nicht reicht, haben wir zusätzlich noch unsere Pufferweste im Angebot. Natürlich hier ohne Tierfedern gefüttert. Und auch unsere T-Shirts sind endlich wieder verfügbar. Wie gesagt, alles was jetzt im Shop ist, ist auch direkt auf Lager und kann sofort versendet werden. Bei höherem Bestellaufkommen bitte ich zu entschuldigen, dass es vielleicht ein bisschen länger dauern wird. Aber auf jeden Fall garantieren wir euch eine Lieferung bis Weihnachten. Schaut gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung bei unserem Shop vorbei. Wie gesagt, wenn ihr selbst noch was sucht oder vielleicht auch an die Damen da draußen, wenn ihr eurem Partner noch eine Freude machen wollt, schlagt gerne zu. Ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Video. Sie dürfen hier nicht filmen. Mann, 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 Leute. Ich habe so viel schlechte Erfahrungen heute gemacht mit Bürokratie und so weiter. Gestern einen neuen Reisepass beantragt, komme ich wirklich so 7 Uhr morgens. Das ist auch gar nicht meine Uhrzeit. Ich komme so freudestrahlend da rein. Einen wunderschönen guten Morgen. Und da ist so eine Alte mit hier, mit rosa Polunder und Hemdchen darunter, strenger Zopf. Mit so einer Fresse wirklich. Was kann ich für Sie tun? Muss doch nicht sein, Freunde. Ja, ich pass auf, Pia. Alles gut. Alles gut. Der Lorenzer dient hier als Holztransporter nochmal. Das ist die Länge des Betts, glaube ich, Pia. Wie soll ich denn da drauf schlafen? Na, wie ein Embryo. Machst du mal so richtig geschwind? Ach, Pia. Lass es! Schaut mal rein hier, Freunde. So sieht das bisher aus. Ja, Liegefläche sieht vielleicht, Musik aus hier. Liegefläche sieht vielleicht noch ein bisschen klein aus, aber die Latten, die gehen ja hier auf jeden Fall nach rüber. Und die Matratze darf ja auch so ein bisschen ruhig rüberhängen. Genau, wir schrauben jetzt hier einmal noch das Bettgestell zusammen. Ihr seht, hier vorne liegt das, komm mal von der Tür hier. Hier vorne liegt das so ein bisschen blöd auf, jetzt quasi nur mit diesen beiden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mit meinem ganzen Gewicht hier rauf, ist vielleicht nicht so geil. Ich hatte das eigentlich so geplant, dass diese Leiste quasi hier aufliegt. Aber ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht legen wir hier dann noch was unter oder machen hier noch eine Querleiste drunter. Ansonsten passt es von der Höhe perfekt. Die haben wir gut ausgemessen hier. Das ist jetzt, fluchtet ganz gut mit der Sitzbank hinten. So. Freunde, an dieser Stelle muss ich einmal eine Lebensweisheit loswerden, ja? Es gibt Freunde, die haben diese Erkenntnis, die ich jetzt hatte, mit 50 und haben denken immer, sie können sich mit Geld alles kaufen und mit Geld die Zukunft kaufen und sind dann irgendwie mit 50 so, dass sie sich irgendein riesen Reisemobil ausstatten lassen für 500.000 Euro, dass sie dann 2-mal im Jahr zur Ostsee tingeln und um eigentlich ihren Träumen hinterher zu hängen aus der Jugend, oder? Das kam mir gerade so im Kopf, als ich diesen Kram hier, die 60 Euro Baumarktbretter zusammengeschraubt habe, um damit irgendwie einfach durch die Gegend zu fahren. Doch, bin ich stolz auf mich, dass wir das so machen. Freue mich voll, dass ihr da auch so hintersteht und auch so Bock habt auf das Projekt. Habt ihr in den Kommentaren im letzten Video gesehen. Ich schaue dann euch auf jeden Fall. Vielen Dank für euren Support. Kuss, kuss, kuss. Wir noch zusammenschrauben die Bretterbude und dann bin ich auf die Nacht gespannt, wie sich das hier drin schläft bei... Wir haben Minusgrade, glaube ich, diese Nacht, ne? Minus 2 Grad oder so. We'll be right back.
Zeit für die Matratze. Da haben wir uns rausgesucht hier. Die lag noch im LT. Eine schöne alte Kaltschaummatratze. Wollen wir mal gucken. Die hat jetzt, glaube ich, die Maße. Das war mal 2 Meter mal 1,40. Aber die haben wir für den LT schon zurechtgeschnitten. Und irgendwo ist der Reißverschluss. Zu lang, ne? Ja. Ja, okay. Ist ein Ticken zu lang. So, ja, 15 cm. Aber im LT war das schon relativ eng. Mal gucken. Zack. Weg mit dem Bums. Bam! Da will man wirklich nichts mehr hören jetzt, Freunde. Jetzt kommt die erste Liegeprobe. Jetzt kommt der erste Liegetest. Das lasse ich mir auch nicht nehmen. Guck mal, dadurch, dass sie so hoch ist, ist die Liegefläche ist hier doch weniger Platz als gedacht. Es geht aber klar. Also, ich habe mir das schon so vorgestellt, der Sitz ist ja weiter vorne hier. Ja. So. Gut, dann muss ich halt ein Stück, aber also alleine ist gar kein Thema. Alleine? Wenn ich so quer liege, alleine ist gar kein Thema. Und als Single liege ich natürlich auch immer ganz alleine hier drin. Das ist ja logisch, Freunde. Logisch. Und von der Stabilität her? Kannst du nicht meckern eigentlich, oder? Oder habt ihr... Das ist geil, ne? Finde ich schon. Also, hier richtig, guck mal, kannst alles machen. Crazy. So, so wild sind wir eh nicht unterwegs. Ich bin natürlich ein Softie, ne? So, kurz nochmal spontan in der Lackierhalle vorbeigeschaut. Versuche mich gerade so ein bisschen zu drücken. Es ist so kalt draußen und ich habe den Leuten gesagt, dass ich diese Nacht in der G-Klasse penne. Erste Nacht quasi so zum Testen. Ehrlich? Ja. Zu machen? Ja, muss ich jetzt ja machen. Eine andere Möglichkeit zum Testen habe ich nicht mehr. Ich will ja auch nicht, dass ich dann unterwegs hier oder so dann unterwegs von Teststelle, ist ja auf einmal viel zu kalt. Also aber das Bett ist richtig geil geworden. Ja, ja. Ist denn deine, hast du nicht gesagt, die Standheizung ist kaputt? Ja, die ist kaputt, aber deswegen fahre ich auch Richtung Süden, Flo. Aber die erste Nacht heute, sagst du? Ja, deswegen muss ich ja gucken, dass ich irgendwie überlebe. Aber ich habe einen guten Schlafsack, den zeige ich euch auch gleich noch. Jetzt sind wir, wie gesagt, erstmal hier kurz beim Lackierer. Flo hat sich selbstständig gemacht, hat sich eine Halle geholt. Ja. Das sind die Kotflügelverbreiterung von der G-Kasse. Muss mal gucken, ob wir jetzt noch vor der Abfahrt dazu kommen, die zu montieren. Funktioniert ja auch erstmal so alles, aber die kommen auf jeden Fall dann noch drauf. Genau, ich habe die geschliffen, die waren zum Glück von der Qualität gut, kann man echt sagen. Das Glasfaser wurde aber schon gefüllert, das heißt, ich habe jetzt einmal schön mit dem Exzenter glatt geschliffen, könnte jetzt direkt lackiert werden. Einmal noch überduschen. Ja, einfach okay. Nochmal rüber. Da könnt ihr gerne mal reinschauen unter Lackflo, das ist mein neuer privater YouTube-Kanal. Wer Bock hat, gerne mal vorbei. Stimmt, hast du auch schon ein Video hochgeladen, ne? Ja. Haben wir im letzten Video gar nicht gesagt. Flo hat jetzt auch seinen ganz eigenen privaten YouTube-Kanal. Ist unten verlinkt. Und ja. Es ist soweit. Wir haben jetzt 2.26 Uhr. Draußen geschmeidige minus 2 Grad Celsius. Während drin die Bude auf 23 Grad geheizt ist. Werde ich jetzt meine erste Nacht in meinem neu gebauten Bett in der G-Klasse verbringen, um zu testen, ob das Ganze dann unterwegs auch vernünftig funktioniert. Wir haben hier, also erstmal bin ich natürlich entsprechend angezogen. Ich habe so eine Ski-Unterwäsche hier noch gefunden. Habe aber auch gelesen, dass man nicht zu viel Sachen anhaben soll, wenn man in den Schlafsack reingeht. Da kenne ich mich halt gar nicht aus. Da gibt es bestimmt unter euch bewandertere Menschen, weil man dann irgendwie die Wärme besser an Schlafsack abgibt oder so. Apropos, Schlafsack haben wir uns hier besorgt. Den guten alten Carinthia Defense 4. Man kennt ihn. Der soll angeblich irgendwie bis minus 30 Grad Komforttemperatur haben. Das heißt, eigentlich sollten wir heute Nacht ja gar keine Probleme haben. Ich würde sagen, ich krabbel direkt mal rein, schlüpf da rein und dann geht das los. Weil mir ist wirklich jetzt schon kalt hier draußen. Also ich passe auf jeden Fall schon mal rein. Ich habe extra die große Variante genommen. Den Schlafsack gibt es in zwei verschiedenen Größen. Der hat irgendwie so eine Kapuze hier. Boah, der fühlt sich aber jetzt schon warm an.
Bei mir ist gar nicht so kalt hier. Es sind noch keine minus 2 Grad. Ach, guck mal hier, da verschwindest du ja komplett drin. Da kann ich euch jetzt schon sagen, das wird hier überhaupt kein Problem werden. Es ist jetzt schon warm hier. Rubbelt man so ein bisschen an sich drin rum. Könnten jetzt von mir aus auch noch 10 Grad kälter sein. Freunde, ich würde sagen, das wird eine ganz entspannte Nummer hier heute Nacht und wir sehen uns wahrscheinlich dann morgen früh wieder. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Es ist 8.26 Uhr und ich bin gerade schon selber aufgewacht. Mir ist überhaupt nicht kalt gewesen. Also es ist echt saukalt drauf, ne? Und dieser Schlafsack, no joke, der ist so gut. Ich habe wirklich überhaupt nicht gefroren, solange ich drin war. Ich lag dann teilweise irgendwie so kurz, weil für mich ist es halt extrem ungewohnt, in einem Schlafsack zu schlafen. Weil, ja, es ist halt relativ eng. Ich habe relativ breite Schultern und ich kann mich da kaum bewegen. Deswegen habe ich dann teilweise den so ein bisschen aufgemacht und halt meinen einen Arm so raushängen lassen. Und da muss ich sagen, das wurde sofort so kalt an dieser Stelle, dass ich komplett im Schlafsack drin bleiben musste. Aber ich habe null gefroren. Null. Ich wach jetzt. Das Einzige, was ich habe ziemliche Nackenschmerzen, weil der Schlafsack hatte so eine Kapuze, wie ihr gestern gesehen habt. Und ich habe halt so geschlafen, ohne die Kapuze. Hätte ich die dran gehabt, wäre alles mega easy gewesen. Ja, also unterm Strich würde ich sagen, es hätte wirklich nicht besser laufen können. Auch habe ich das Gefühl, dass der Schlafsack so ein bisschen meine Körperwärme, ja, ist ja logisch, ne? Der speichert die natürlich. Aber ich kenne das sonst so vom im Auto schlafen, dass man halt, dass das Auto so übel Kondenswasser hat. Und ihr seht hier, ja okay, die Scheiben sind beschlagen und so. Aber wenn du normal bei minus 2 Grad im Auto schläfst, da würde an der Frontscheibe vorne das Wasser wirklich runterlaufen. Und da habe ich mir halt auch Sorgen gemacht, weil ich natürlich auch nicht will, dass hier in der G-Klasse alles mit Kondenswasser voll ist, wenn ich hier monatelang jede Nacht drin schlafe. Also alles super. Wir schauen mal vorne rein. Da seht ihr das nochmal. Alles ganz entspannt. Und ja, ich bin auch einfach aufgewacht aufgrund meines Schlafrhythmuses, glaube ich. Und nicht, weil mir irgendwie kalt war oder so. Boah, da würde ich sagen, ich bleibe hier noch ein halbes Stündchen liegen. Ist nämlich wirklich sehr bequem. Dann schnibbel ich das Video und heute Morgen um 10. Es ist auch schon online. Es ist ja nicht zu... Achso, vorhin nochmal wegen der Größe des Betts. Das war ja eigentlich so der größte Punkt, der mich an der Konstruktion hier zweifeln lassen hat. Das ist absolut perfekt so. Ihr seht, ich lege einfach so einmal quer rüber und das Bett ist absolut groß genug. Ich glaube, die Außenmaße sind jetzt 1,60 x 1,40 und ich bin 1,93. Aber Satz des Pythagoras, auf der Queren passe ich komplett drauf, kann mich komplett ausstrecken. Hab sogar noch ein bisschen Platz hier nach oben. Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, dass ich, bevor ich losfahre auf den Trip morgen, nochmal beim Motorenzimmer vorbeischaue, lasst mir einen Daumen da. Wenn ihr neu seid, auch gerne ein kostenloses Abo. Tut euch nicht weh und mich macht's glücklich. Und wenn ihr mich weitergehend unterstützen wollt, schaut gerne über den Link in der Videobeschreibung in unserem Shop vorbei und gönnt euch einen nicen Hoodie. Den Schlafsack habe ich auch verlinkt, ist ein nettes Teil. Bis zum nächsten Video, Freunde. Haut rein, ciao.